Hier zwei Kugeln mit jeweiligen Massen m1 und m2 und jeweiligen Geschwindigkeiten v1 und v2. Diese Kugeln kollidieren und nach der Kollision bewegt die Kugel mit Masse m1 sich mit der Geschwindigkeit v1' und die Kugel mit Masse m2 bewegt sich mit der Geschwindigkeit v2'. Die Erhaltung der kinetischen Energie ergibt sofort diese Gleichheit, die wir mit 2 multiplizieren. Dann setzen wir die beiden Termen, die m1 enthalten, links vom Ist-Zeichen und klammern dort m1 aus. Und wir setzen die beiden Termen, die m2 enthalten, rechts vom Ist-Zeichen und klammern dort m2 aus. So erhalten wir diese Gleichheit. Hier erkennen wir die Differenz von 2 Quadraten und hier auch. Wir wenden also die binomische Formel an, a² minus b², das ergibt a minus b mal a plus b. Und somit stoßen wir auf diese Gleichheit, die wir Gleichheit 1 nennen. Die Impulserhaltung nach der Kollision ergibt sofort diese Gleichheit, m1v1 plus m2v2 gleich m1v1' plus m2v2'. Nennen wir diese Gleichheit die Gleichheit 3. Aus dieser Gleichheit schließen wir sofort, dass dieses Produkt gleich zu diesem Produkt sein muss, nachdem wir beide Termen mit m1 links vom Ist-Zeichen gesetzt haben, wo wir dann m1 ausklammern, und beide Termen mit m2 rechts vom Ist-Zeichen gesetzt haben und dort m2 ausklammern. Nennen wir diese Gleichheit Gleichheit 2. Dieses Produkt kommt auch in Gleichheit 1 vor und dieses Produkt kommt auch in Gleichheit 1 vor. Diese beiden Produkte sind aber gleich. Also können wir die Gleichheit 1 teilen durch dieses Produkt, das heißt durch dieses Produkt. Und somit schließen wir schnell aus Gleichheit 1 und Gleichheit 2, dass v1 plus v1' gleich sein muss zu v2 plus v2'. Diese Gleichheit lösen wir nach v2' auf und nennen diese Gleichheit Gleichheit 4. Jetzt werden wir in Gleichheit 3 v2' durch diese Summe ersetzen. Also durch 3 und 4 finden wir diese Gleichheit. Jetzt werden wir diese Gleichheit nach v1' auflösen und das ergibt sofort, dass v1' gleich ist zu m1v1 plus m2 mal 2v2 minus v1 geteilt durch m1 plus m2. Wir sehen also, dass wir die Geschwindigkeit v1' der Kugel mit Masse m1 nach der Kollision bestimmen können anhand von den Angaben vor der Kollision. Und auf ähnliche Weise können wir natürlich auch v2' so bestimmen.